Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zurück zu Finkwader. Joa, wir machen hier schön fleißig weiter. Wir wollen hier einen neuen Flur durchbrechen. Am Ende kommen hier dann neue Quartiere, schaffen hier so ein bisschen Platz. So, dass es hier so ein bisschen schöner wird. Ja, nebenbei müssen wir uns auch noch um Nahrung kümmern, sehe ich gerade. Gehen wir mal wieder so ein bisschen jagen. Und ja, Thron, unwürdiger Thronsaal. Das liegt daran, dass hier jetzt so ein Durchbruch geschaffen worden ist und dass hier alles so als Thronsaal gilt. Es ist auch kalt hier. Wird auch kälter, glaube ich. Wenn wir nicht schnell genug handeln. Dann werden wir mal sagen, wir machen hier eine Tür aus Holz erstmal rein, provisorisch. Und ja, Boden muss auch nochmal hin. Zap. Ja, hier ist jetzt minus 1 Grad. Ihr seht es. Ihr seht es. Und dann gucken wir nochmal bei den Priolisten mal rein. Waldarbeit, Bergbau, Feld, Aufsehen. Doago hat auch echt viel zu tun. Aber bitte. Bitte mal reinigen, nicht mehr auf die Hauptprio, sondern wir machen das mal folgenderweise. Ja, wir lassen es mal wieder so, gucken uns das mal an. So, dass der restliche Kram jetzt mal wieder erledigt wird. Tür ist drin, sehr schön. Hier wird es wieder wärmer. Forschung aus abgeschlossen, Haustierfische. Wir machen dann einfach mal so weiter. Das sind ja eh nur noch diese Peanut-Forschung. Wir hören Heiko auch schon jagen. Wie sieht's bei Brody eigentlich aus? Widerstand ist fast weg. Bitte schneller. Diese Brocken können hier auch mal abtransportiert werden. Die transportieren wir mal hier hin. Ne? Kommt mal so ein Lager hin. Zone. Lagerzone. Mit den Brocken erstmal vielleicht so hier hin. Alles löschen. Nahrung nicht. Brocken. Ja, alle Steinbrocken mal hier hin. Das hier bitte weg transportieren. So. Oha, das ist aber ein weiter Weg. Ich glaube, wir machen dann auch mal den ganzen Durchbruch hier. So wie es geplant ist. Einmal so. So. Heugras ist erfroren. Das war so. Boah, hier ist echt gut Schnee gefallen, ne? Also man sieht hier nichts. Winter auch schon zur Hälfte um. Echt kein Issue mehr gewesen. Nahrung ist gerade ein Issue, sehe ich. Deswegen weitermachen hier. Hungernde Kolonisten. Okay, das müssen wir ändern. Rohes verboten, hatten wir hier gesagt. Brody. Bio. Körper. Rohes verboten.
Wobei, wir machen das mal ein bisschen anders. So, abbrechen. Hier muss erstmal nicht. Hier auch nicht. So, dass wenn die hier durch sind, dass das vielleicht so hier so abgebrochen wird. Hier dann vorerst auch nicht. So. Sehr schön. Jetzt wird wieder fleißig Nahrung produziert. Wir jagen mal die Alpakas so ein bisschen weg. So. Perfekt. Dann hier sind die auch fast schon durch. Ja, Doago ist halt immer dem Zusammenbruch nahe, weil sie immer noch traurig ist, dass Wiesel starb. Wiesel müsste hier auch begraben liegen irgendwo. Randolph, Bridges, Strike, Wiesel, hier, Heilerin. Leider. Die sind gar nicht zu, der hier ist gar nicht zugeordnet, so hier. Wieder schon Nachtruhe. So schnell geht das. Ich habe das Gefühl, als wenn das hier mit den Klamotten nicht weitergeht. Das schaue ich mir mal gleich an. Jetzt sagt man auch, dass Anfisa erstmal nach der Tierfliege vielleicht einfach mal reinigt durchgehend. Da haben wir schon mal eine Person, die immer dran ist. So. Okay, ihr Lieben. Mechanoid-Cluster. So. Das hat uns gefehlt, ja. Das muss aber auch gelöst werden. Dämmerlicht. Autoimpulsturm. Minimale Reichweite 4. Ich glaube, ich werde jetzt das erste Mal Hilfe rufen müssen. Ja, Leute. So, wir schauen mal unsere Waffen an. Und ja, drückt die Daumen, ihr Lieben. Und wir gucken mal. Wie wir dieses Problem lösen können. Die Pferde sollen uns mal nicht folgen. Wo konnte man das allgemein so einstellen? Tierrichtlinie. So, Graffi. Folge Meister beim Kampfmodus.
Nee, eigentlich bei keinem so eingestellt. Ich werde nachher mal Sturmsoldaten rufen. Mal hier hin so. Wago auch. Ich rufe die jetzt. Und zwar sollen die mal irgendwie hier oder so landen. Hier so. Dahinter. So. So, Abenero Bokroy ruft jetzt mal die Hilfe. So, eine freundliche Imperialistengruppe der Fraktion Reich der Pybus ist in der Nähe via Transportkapseln eingetroffen. Sie eilen dir sofort zur Hilfe. So, Keiko, versteck dich. Leute weg, Leute weg, Leute weg, Leute weg. Alter, die sind echt gut. Meninos ist verletzt. Los. Eieieiei. Stahl kann weggetragen werden, die Sachen auch. Das ist Barrikaden aus Stahl. So, wo kommen denn die Mech-Leichen eigentlich hin? Die können ja Zone erweitern mit hierhin. Lager, Leichen, Mechanoid-Leichen. So, die nehmen wir mal hier mit rein. Und nicht hier oder so. Lager. So. So, also erstes Mech-Cluster. Also ohne diese Sturmtruppen wäre das echt schwierig geworden, glaube ich.
So, lassen wir die Leute mal weitermachen. So, ein bisschen Stahl liegt hier noch rum. Hungernde Kolonisten? Nee, doch nicht. So, die Leute werden verarztet. Es wird weitergearbeitet. Super. Ja, Leute, ey, nice, cool. Oh. So. Und jetzt, das hatte, wurde auch schon erwähnt, wenn ich die nochmal rufen will. Also erst nach 40 Tagen oder 4 Ehre. Und Bokroy hat momentan wie viel Ehre noch? Sie hat, glaube ich, noch 4 Ehre. Okay. Also einmal zur Not, ne? Kann man sie noch nehmen, aber weiter nicht. Lanze. So Mechanoid-Leichen zerstören. Geht gerade nicht hier anscheinend. So. Duago hat den Widerstand von Brody gebrochen. Sehr schön. Ja, dann mal bitte rekrutieren. Inventar. Bio, starkes, neurotisch. Ja, kann man nehmen. Kann man nehmen. Heimatzone. Ja, ist hier alles. Hier nochmal einen Durchbruch schaffen. Duago. Ohne Tisch gegessen. Warum eigentlich? Haben wir... ich werde mal jetzt daran gehen, dass man... Badewannen hat. Das... werden wir jetzt mal bei den neuen Quartieren einführen. Das entspannt ungemein. Ist gut für die Laune. Das werden wir dann mal so machen. Ja, hier ist echt wieder richtig voll, ne? Irgendwie werden wir das auch nicht los. Wurde Menino denn verarztet? Ja. Das ist schon von vorher gewesen. Schon ein bisschen her. Linke Lunge zerstört. Oh. Oh, echt unnötig, ne? Oh nein, Atem. Was macht denn Menino für Arbeiten? Tierpflege. Waldarbeit und so. Ja, das geht noch, ne? Oh, echt unnötig gewesen. Echt unnötig. Einfach die linke Lunge zerstört. Oh, die hätten in Deckung bleiben müssen, ne? Oh, nein, nein. Oh. Aber sonst, ja, sonst geht's ihm ja gut, wollte ich sagen. Wie alt ist denn? Der ist 57. Naja. Ärgerlich mit der Lunge. Mit der Lunge ist es echt ärgerlich.
So, es muss weiter Nahrung produziert werden. Da muss echt mal Seneca ran. Wir holen mal so ein bisschen mehr Fleisch ran. Gibt's Tiere, ein Riesenfaultier. Ja, ran damit. Brody gehört mit zu unserer Truppe hier. So, Brody. Arzt gerne. Er ist ein hervorragender Aufseher. Dann nehmen wir das mal Doagu weg. Unterhalten muss er nicht. Jagen auch nicht. Den Rest muss er auch nicht machen. Der reinigt und trägt. Forschen. Oh. Forschung 10. 18. 11,5. Der könnte ja irgendwie, der könnte ja dieses Managen übernehmen. Dann 2 das, dann so. Muss das Embrin nicht mehr machen. So. Und dann schauen wir mal, geht weiter. So, neuer Rekrut. Wir sind mittlerweile 2, 4, 6, 8, 9 Leute. Nicht schlecht. Was macht sie denn? Was arbeitet sie denn gerade? Macht sie auch diese Bergbaugeschichte, Doagu? Ja, macht sie mit. Ja, da macht sie mit. So. Besessen von Leichen. Na super. Perfekt. Die gräbt jetzt alle Leichen hier aus. Oh. Oh. Das ist einer unserer Verbündeten, Reich der Pybo. Der wird vorerst mal nicht hier mit den Feinden begraben, sondern der kommt mal. Die begraben wir mal hier. Da überlege ich mir vielleicht mal so einen schöneren Friedhof für unsere Verbündeten oder für unsere Leute aufzubauen. Diverses war das. Okay, die Verbündeten kommen erstmal hier hin. Die Ration kann auch rein. Schafft es, Brody sie zu beruhigen? Hat er geschafft, super. Die Dinger müssen hier weg. Dann kommt hier mal als Struktur eine Tür hin. Wir glätten mal die Wände. Und dann das neue Quartier. Wir machen das erstmal so, damit das hier dicht ist. Ich werde nochmal mit einer Tür hier. Dann sagen wir hier mal. Nee, nicht mit der Tür hier, sondern vielleicht sagen wir mal halt mit der Tür mal. Vielleicht hier. So, und dann kommt da nochmal eine Wand hin. Dann. Dann soll hier mal Brody erstmal mitpennen. Bis wir hier genug. Grillen wurde abgeschlossen. Plattenrüstung können wir mal forschen. Tür aus Holz. Hygiene.
Dann kommt hier nochmal eine Klotür hin. Haben wir Probleme mit Holz gerade? Eigentlich nicht. So. Riesenfaultier kommt. Super. So ein neues Quartier. Da werden wir auch mal... eine richtige Toilette reinbauen. Haben wir Toiletten überhaupt richtige? Noch nicht. Okay, ein Blumsklo. Wie sieht es eigentlich hier mit Waste aus? 20,5 voll. So, Fleischmenge, Bumalup, nein. Dann jagen wir nochmal einen Alpaka. Reinigen bitte, jawohl. Bedürfnis. Katharsis. Okay. Ja, dann... drei noch. Ein, zwei. Ja, machen wir dann nochmal einen hier ein bisschen höher. Hier so quasi ein Quartier. Was? Was? Wie? Warte mal. Liegt der seit... der... Alter Leute, ich habe das nicht gesehen. Liegt er seit 1,5 Jahren hier? Oder hat die... okay, nee, oh Gott, ich dachte schon, hier, Brody hat sie ausgegraben. Okay, okay. Okay, alles klar. Habe ich echt, ich habe echt einen Schock bekommen, ne? Naja, soll wieder begraben werden. Nervt doch nur da. Naja, ihr Lieben, das war echt so ein Schockmoment gerade. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir werden weiter ausbauen. Und Frühling ist langsam da. Noch ein bisschen Winter und dann kommt auch die große Aussaat wieder. Also es läuft, dann sind wir im dritten Jahr. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Fadi.